So, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute, ihr seht, nochmal den letzten sonnigen Tag erwischt. Habt ihr an einem meiner letzten Videos gesehen, dass ich mir jetzt ein neues System gekauft habe hier, oder zusammengebastelt habe hier, das Jena 30K und den Media Mode von GoPro. Und ja, heute hat es sich ergeben, dass der Matthias mit mir heute eine Runde fahren kann. Matthias ist vor mir, ne, mit der Super Duke. Und ja, wir wollen heute ein bisschen hier gegenfahren, so ein bisschen gucken, ob das funktioniert, das System. Wir schauen mal, wie das denn so hinhaut. Und ihr werdet in diesem Video sehen, wenn es möglich ist, über das 30K die Dual-Vlogs aufzunehmen. Ich bin selber gespannt. Jetzt höre ich ihn, jetzt passt alles. Hallo Matthias. Hallo. Und wenn ihr es gehört habt, dann wisst ihr jetzt alles klar, es funktioniert, das System. Wir gucken mal. Und ja, wir sind einfach mal gespannt. Ja, wir haben heute nochmal die Chance gegriffen, nochmal einen Tag vor der vielleicht Ausgangssperre, was auch immer kommen wird, nochmal eine Runde zu fahren. In Bayern ist das eine Ausgangssperre. Hier in Nordrhein-Westfalen wird es sich jetzt am Wochenende entscheiden, ja, wie es dementsprechend ja, ausgeht. Ich hoffe, dass wir immer noch ein bisschen Motorrad fahren können, aber wir haben heute bei dem Wetter mal letzte Chance ergriffen, fahren ein schönes Ründchen hier und nutzen die Chance und gucken, dass wir ja soweit noch hier ein bisschen fahren können. Wie man sieht, sind wir nicht die einzigen, also ich denke, heute werden auch sehr viele Motorradfahrer fahren, ja, vor der sogenannten, ja, vielleicht Ausgangssperre, wenn sie kommt. Wir schauen mal. Ja, okay, ich wünsche euch viel Spaß beim Mitfahren und ja, bis gleich mal. Ja, aber haben wir echt Glück jetzt, ne? Wettermäßig, dass wir nochmal vor der Ausgangssperre, wenn sie kommt, fahren können, ne? Ja. Aber ich denke mal, wir werden heute sehr viele Motorradfahrer sehen. Glaube ich auch. Die Chance noch nutzen werden, so ein bisschen. Und ja, fahren werden. Ja, aber ist schon heftig, was da alles so passiert gerade. Ja. Das ist schon eine richtige Krise. Ja, ja, ja. Naja, mal abwarten. Aber da habe ich jetzt so viel gelesen in den Nachrichten und so weiter, habe ich jetzt auch keinen Bock, darüber zu reden hier, großartig. Ja. Bin froh, dass ich auf dem Bock sitzen kann hier, eine Runde fahren kann und ja, gutes Wetter, ja, an, ne? Wetter genießen wir. Genau. Ist dann wieder Motorradfahrer. Ja, die fahren alle jetzt noch, ne? Die haben alle jetzt nochmal, ne? Die versuchen alle, ja, nochmal jetzt Wetter auszunutzen. Der ist ja gerade so, den ganzen Saisonkennzeichenfahrer können alle wieder fahren jetzt ab 1. März. Ne? Genau. Die fahren jetzt, die mussten lange warten jetzt, die können wieder fahren jetzt. Oh, schön, dass die Strecke wieder frei ist hier, wa? Ja, das stimmt. Und Notti, ist er auch unterwegs heute oder der hat sich gar nicht gemeldet, ne? Wer denn? Notti. Nee, er hat sich nicht gemeldet. Ja. Ja, ich war ja nur auch noch mal kurz mit ihnen auf der Messe, aber es lohnt sich überhaupt nicht mehr nach Dortmund zu fahren. Ja. Waren überhaupt keine Stände großartig, mehr Pommesbuden wie alles andere, also ganz schlecht. Ja, die sollte ja eventuell auch abgesagt werden, ne? Aber haben sie ja dann trotzdem stattfinden lassen, oder? Ja. 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 Ja, eigentlich wollte ich mir auch eine G6R kaufen, so eine K7, so eine alte noch. Ja. Ja, aber ich warte noch ein bisschen. Hätte ich auch normalerweise richtig Bock drauf, so eine Supersportler, aber mit Superbike-Lenker. Ja, genau. Ja, ja. Hätte ich schon richtig Bock drauf. Ja, der jetzt gerade da gewesen ist, gerade wie wir da gewesen sind, der hat so eine. Der hat eine Sosi. Ja. Aber frag mich nicht, was für eine. Ob das eine K7 ist, eine K4, keine Ahnung.
Bei Bosi war eine K4, ne? Die da stand, oder? Bei Bosi. Nee, ich meine K7, so eine K7. Schwarze war das. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, so eine. Ja, geil. Ne? Doppelausbruch. Ja, ne? Auf jeden Fall richtig geil. Ja, ja, eine für wenig Geld. Wenn man mal Bock hat, so Supersportler zu fahren, weißt du? Dann, ja gut, da hast du keine Traktionskontrolle und keine ABS, da hast du eben gar nichts, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber 185 PS. Ja. Und die dann im Grunde, auf, also ich glaube, Bosi hat sogar auf 200 PS gehabt, glaube ich sogar. Der hat noch ein bisschen PS draufgepackt für die Rennstrecke. Ja, das geht ganz schnell. Weil das ist ja der gleiche Motor, wie bei Yannick jetzt drin ist. Ne? Die haben ja nur ein bisschen optimiert. Ja, weil das war seine Regenmaschine von Bosi. Schneewettermaschine. Ohne ABS, ohne alles. Schneewettermaschine. Ja, aber wenn du die echt geiles Teil. Ja, wenn du die versicherst, nur Haftpflicht, ne, reicht doch. Ne? Also, klar. Ja, wenn du Glück hast, kriegst du schon so eine für 4,2, 4,5. Ja, ja. Ja, ich finde, die sehen auch optisch geil aus, aber. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt so die 1000er wieder fährst, die GSX-S 1000er, wenn du die holen würdest, so rein theoretisch, ne? Ja, also du wirst schon Unterschied merken zu der Duke, ne? Also ja, das auf jeden Fall. Das merkt man, das merke ich sofort schon alleine am Fahrwerk, also auch vom Gas. Also hast du nicht den Druck wie vom V2, ne? Ja. Weil ich merke das immer, wenn du am Hahn siehst, muss ich erst mal ein bisschen nachholen, ne? Aufholen, ne? Weil die kommt bei dir sofort, die Maschine, oder? Ja. Wenn ich ein bisschen Vorsprung habe und voll am Hahn ziehe, dann dauert es, bis du kommst. Aber dann kommst du auch, ne? Weil die ist so brutal, ne? Ja, die ist ganz schön aggressiv. Aber darf man nicht vergessen, ne? Du hast eine 3500er Maschine bei dir unterm Arsch, ne? Ja? Genau. Wir haben nur 1000er hier. Das sind 300 Kubik mehr, ne? Ja, das stimmt. Also da hat gerade hier wirklich was Geiles gebaut, ne? Muss man wirklich mal sagen. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen mehr Laufruhe reinkriegen würden, ne? Wie bei so einem Vierzylinder irgendwie, ne? Wenn das irgendwie möglich wäre, technisch. Ja, das wäre natürlich noch optimal. Ja, aber die neue Duke werde ich auch mal Probe fahren und die Honda werde ich auch Probe fahren. Ja, also ich finde den Auspuff finde ich so ein bisschen übertrieben, ne? Aber muss das so sein mittlerweile, ne? Ja, der ist ja Euro 5 mittlerweile, meine ich, ne? Weiß ich gar nicht, ich glaube ja. Aber der sieht so heftig aus, das Ding, ne? Ja. Ja. Oder kommt Euro 5 nicht erst nächstes Jahr? 2021. Ach, das weiß ich jetzt nicht. Ne, ich auch nicht, aber ich auch gerade. Auf jeden Fall ist da ja ein richtiger Brotkasten unten runter, ne? Ich habe bei mir auch schon so einen dicken, fetten Brotkasten runter hier, ne? Ja. Ja. Aber bei der Duke, das sieht ja also... Das ist ja ein Riesending, ne? Ja, weil der Rahmen fehlt, ne? Deswegen sieht das alles so mächtig aus. Ja, Kollege, der hat sich jetzt die Tourne geholt, die wir beide mal Probe gefahren sind. Ne? Ja, okay. Die Factory. Die ist ja generell schon laut, ne? Vom Auspuff her, ne? Ja. Und da gibt es nur einen Auspuff für, ein Sportauspuff, das ist der Akrapovic. Ne? Der Akrapovic, genau. Und der kostet 200.000 Euro für die Maschine. Wahnsinn. MT10, jawohl. So wie du die an Anfang hattest, in Grau. Ja, genau. Mit orangen, mit gelben Felgen noch. Ja. Nein, war auch geil. Also hat mir gut gefallen, nur da hat sie jeder gehabt und dann hatte ich schon gar Bock mehr drauf. Und ja. Dann kam ich auf die Idee mit dem Foldieren, ne? Hey, gibt's auch super geile neue Reifen, die jetzt rauskommen, ne? Ja, also ich bin gehypt damit jetzt hier. Ich hab jetzt meinen Reifen erstmal hier. Ich bin total begeistert. Na? Ja, neuen Reifen möchte ich auch mal gerne noch einmal testen, auch wenn ich zufrieden bin. Ja, du hast ja jetzt zweimal schon den Rot 5 drauf bei dir, ne? Ja, zweimal. Ist ja jetzt schon bei dir der zweite Satz, ne, den du drauf hast.
Genau, der zweite Satz hier, ja. Und das ist bei mir auch beim Angel GT jetzt hier, ja. Ich guck mal, vielleicht hole ich mit meinem Sommer jetzt, wenn der runter ist hier, vielleicht nochmal einen Sportreifen. Ja. Ja. Dann würde mich reizen, eventuell der Metzler eventuell, der 9 RR vielleicht. Mal gucken. Der 9 RR. Ja, wobei der 7 RR, der war ja bei dir nicht gut, ne? An der Duke, ne? Nee. Also wird der 9? Also wie gesagt, wo wir die letzte Tour gemacht haben, wurde so langsam. Also da hatte ich Schiss bis zum geht nicht mehr. Ja, ich muss mal gucken jetzt, weil das Anlassen hat sich ja jetzt schon so gut wie erledigt, Anlassen. Ne? Genau. Das ist abgesagt. Österreich im August, mal gucken, ne, ob das so alles so stattfinden wird, nachdem was da gerade in Österreich alles abgeht. Gucken, wie lange das alles dauert. Mal schauen. Aber wenn es nach Österreich geht, dann brauche ich so einen Tourensportreifen, ne, der recht lange hält. Wa? Genau, ja. Da reicht mir normaler Sportreifen nicht, wa? Der ist ja dann innerhalb von 3000 runter normalerweise. Wa? Ja, wenn du da länger fährst und Kilometer auf jeden Fall. Ja, guck mal, der Angel GT, der hatte 7000 Kilometer gehalten, ne? Und, ja, das ist schon eine gute Leistung, sehr gute Leistung. Und du weißt, wie wir auch in Neustadt gefahren sind, ja? Ja. Und da geht noch mehr, das weiß ich auch, dass da noch mehr geht. Und der hat gehalten. Luftdruck vorher runterfahren, ja, und richtig. Und dann geht das. Ja, ich werde mal den Power 5 von Michelin ausprobieren, den 9. Der ist mir gar nicht so auf dem Schirm, den habe ich so noch gar nicht von gehört. Von Michelin. Ja, Michelin Power 5. Ja, da muss der aber relativ neu sein jetzt, oder? Ja, der ist ganz neu. Ja. Aktuell, aber noch kein Testbericht oder sowas. Ja, so wie damals bei dem Angel GT hier, ne? Ja. Da war dasselbe, ne? Es kam kein Testbericht, nichts, wa? Ich glaube sogar, dass ich einer der ersten gewesen bin, der da mal irgendwo Video reingebracht hat damals von dem Reifen hier. Weil es kam einfach nichts. Das ist genau wie jetzt mit dem M9 RR, ne, mit dem Metzler. Ja, genau. Und die haben sich auch sehr lange Zeit gelassen jetzt. Da was zu machen, aber naja. Ja, mal gucken, ob der so viel besser ist. Ja. Eigentlich finde ich, so viel verändert haben die da, glaube ich, eigentlich gar nicht. Also, der M7 RR, der war bei mir auf der Maschine hier, also auf der alten MT noch, da war er drauf. Ne? Der war eine Macht für mich. Also ich kann da richtig gut mit klar. Der war richtig, richtig geil. Der hat alles gemacht. War aber nach 2,5 runter ungefähr. Ja? Und da bringt mir nichts. Ja? Hatte 200.000 Kilometer einen neuen Reifen drauf. Ja, da habe ich... Nein. Ja, das wird teuer. Ja. Und ganz ehrlich, danach hatte ich ja den Rosso 3 drauf, den Pirelli, den Sportreifen. Geiler Reifen. Der geilste. Der geilste, Befehl den ich aussprechen. Bisher hier gefahren bin. Na? Ja. Befehl aussprechen. Befehl aussprechen. Was machst du da gerade bei dir? Befehl aussprechen? Abgebrochen. Jetzt bist du wieder da? Ja. Jetzt bist du wieder da, ja. Ja, aber schlechter als vorher. Ja, warte, ich höre dich auch gerade ein bisschen schlechter. Ja. Vielleicht legt sich das gleich. Ja, es war gerade irgendwie Befehl aussprechen. Befehl aussprechen irgendwie war da gerade. Ja, jetzt geht's, glaube ich, wieder. Oder? Nee, es ist so, ich höre ein bisschen mehr Motorgeräusche auch von dir jetzt. Es ist nicht mehr wie es gerade vorher war. Fahr den mal nochmal ganz aus, oder? Nee, drück einmal drauf auf den großen in der Mitte. Einmal kurz draufdrücken, dann bin ich weg. Und dann nochmal draufdrücken wieder zum Anmelden. Gruppenintercom beendet. Bist du da? Nee, ne? So. Bist du da, ja, ne? Jetzt bist du da, ja. Ja, jetzt hab ich dich gerade angerufen, quasi. Jetzt geht's wieder. Normal jetzt, ne? Ja. Ja, bist du gerade bei dir wo lang, irgendwie dran gekommen gerade irgendwie, oder was, oder? Nö. Ja? Bei mir und Notti waren das auch, auf einmal war er weg. Ja, du hast wahrscheinlich Dings eingestellt bei dir, an deinem Dings hier, mit Spracheingabe vielleicht. Das weiß ich. Da hat der jetzt gerade irgendein Wort gehört, ja, Entschuldigung, ich bin okay. Da hat jetzt gerade von dir irgendwie ein Wort gehört,
wo er irgendwie dachte, okay, Spracheingabe wiederholen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, das kann gut sein. Muss man mal bei dir ins Menü gehen, über dein Handy. Ja. Und dann kannst du einstellen, Spracheingabe ausschalten. Weil er hat mir gerade gesagt, ja, also ich habe deine Dinge gehört gerade hier, Spracheingabe oder irgend sowas, ja. Ja, muss ich da mal gucken. Ja. Ah, Rosso 3, geiler Reifen, ey. Ja. Hat die auf der Susi auch drauf. Also, das war, ja, da habe ich mir dann geholt damals auch, weil du damit so zufrieden warst, ja. Und der liegt bei mir immer noch in der Garage. Der Hinterreifen, der hat immer noch, glaube ich, irgendwie immer noch so 4 mm Profil drauf. Kannst du ja nochmal draufpacken. Ja, ich hatte den letzten Mal, ich den drauf gehabt, dann auf der alten MT noch. Ja. Auf der alten MT mit, wie wir auf Verlies gewesen sind, Neustadt gewesen sind. Das war die letzte Fahrt damit. Aha. Und da war der Vorderreifen runter. Und dann habe ich mir links geholt. Dann habe ich mir direkt den, den Road 5 geholt. Wirklich geiler Reifen, der Rosso 3. Ja, aber der Road 5, also ich sag mal, die Tonsportreifen, ne? Für das, was wir fahren hier, hast du schon eine schöne Macht. Hast du da wirklich, die reichen, ja? Ja. Wenn jetzt mal so, was wir vorhatten, so ein Renntraining machst am Wochenende, ja? Dann haust du mal einen Sportreifen drauf, weißt du? Ja, ja. Na, dann würde ich nach Bose hingehen und sagen, pass auf, ich mache jetzt so ein Renntraining am Wochenende, ja? Hauen wir mal richtig guten Sportreifen drauf. Und dann würde ich dann mal die Reifen wechseln fürs Wochenende. Und nach dem Wochenende, also dann würde ich die Reifen kaputt fahren hier irgendwie wieder. Und dann wieder den Tonsportreifen draufpacken, ne? Den alten, fertig. Aber wenn du so auf der Rennstrecke bist und mehrere Runden am Stück fährst, das schaffen die Tonsportreifen nicht, oder? Nee, dann werden die einfach zu warm, ne? Ja. Ich behaupte mal, schlechte Reifen gibt es nicht mehr. Es gibt keinen schlechten Reifen mehr. Nee, gibt's also, nicht. Also jeden Reifen, den du heutzutage kaufst, ja, ist gut. Der eine ist halt ein bisschen besser auf der Maschine, ja. Es kann sein, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt den NGGT 2 holst für dich, ich glaube, der ist für dich gar nicht zugelassen für deine Maschine, glaube ich, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ja, dann würde der sich bei dir eventuell anders verhalten als bei mir vielleicht, ne? Dann würdest du sagen, okay, ne, der Road 5 war doch ein Ticken besser in der Richtung, ne? Also, ja. Ich sag mal, der Road 5, der war schon geil auf der Maschine hier. Der war schon wirklich richtig geil. Ja, der ist echt gut, ja. Der Reifen. Der Conti hat mich auch nie im Stich gelassen, aber das Reifenbild, ne? Diese Kantenbildung, ne? Die war also grausam, ja? Und ja, das stimmt. Der hat am Ende auch relativ nachgelassen, relativ, ne? Also das war schon nicht mehr schön. Und der Angel hier, wie gesagt, auch jetzt einen zweiten Satz drauf hier, ja, vor der Hinterreifen genau 7000 Kilometer gehalten und ja, es funktioniert, ne? Also für die Maschine jetzt hier. Aber ich habe auch von vielen Leuten gehört, die auch so das Video angeguckt haben und sagen, alle, der Reifen, der ist wirklich geil, ne? Ja. Ja, ich habe keine Lederhose an. Klappt noch. Ja, wäre bei mir nicht so gut, wenn ich jetzt mit dem Knie runtergehen würde. Dann habe ich ein Textilloch im Textilkombi. Ja, ich werde schon überlegen, weil wie ich gestern gefahren bin, gestern war ja noch wärmer. Ja, gestern hatten wir ja. Ja, gestern war noch wärmer, aber heute habe ich mir auch noch kälter vorgestellt, eigentlich, ja. Hier oben jetzt. Ja, sagen also so 12 Grad oder was, oder? Und
Gestern waren 17 Grad teilweise, zwischendurch mal. Und ich fahre jetzt auch schon wieder mit Sommerhandschuhen. Ne? Also die ganze letzte Zeit bin ich immer nur mit Winterhandschuhen gefahren, also mit so Skihandschuhen. Ja, Skiurlaub muss man auch absagen, ne? Ist auch gecancelt worden komplett, ne? Ist klar. Alles. Aber hat uns keinen Cent gekostet, ne? Also der, wo wir da übernachten wollten, ne? Der sagte, alles klar. Wir dürfen hier eh keinen aufnehmen in Österreich. Österreich ist ja nicht komplett, ne? Und naja, ich bin ja Gott sei Dank im Februar noch gefahren. Ja, genau. Ja, aber die anderen Kollegen, die fahren immer nur einmal im Jahr. Das ist dann so, ne? Mitte März halt. Ja, und das klappt halt nicht, ne? Hier war ich aber auch schon länger nicht mehr. Hier gibt es ja keinen Wald mehr. Ja, da muss er links fahren, oben Hirschberg fahren. Da wirst du dich wundern, ey. Also Hirschberg ist alles komplett weggerodet da oben. Okay. Ja. Mein Mikrofon ist aber hier sehr empfindlich, habe ich gestern gehört. Sobald ich ein bisschen atme oder eine Nase hochziehe, hört es jetzt richtig stark an, weil das Mikrofon so gut ist, oder? Ja, wenn du es rausschneiden kannst, dann ist ja gut. Ja, was du jetzt gerade hörst, das ist das Jena-Mikrofon, ja, was du gerade hörst. Das hören die Zuschauer nicht. Die hören im Grunde das Mikrofon von der GoPro, ne? Das ist ein anderes Mikrofon. Das ist noch empfindlicher. Ich habe da bei mir noch in der Garage habe ich noch ein Dings hier, noch eine für dich eine Handyhalterung liegen. Eine schwarze. Ja, cool. Ja, ich meine, das müsste in der Garage liegen, glaube ich. Habe ich extra mal mitbestellt, weil das dauert ja aus China immer relativ lange. Ja, genau. Und die liegt hier schon seit, glaube ich, 3 Monaten bei mir zu Hause. Ja, die kosten ja nicht. Die kosten ja 5 Euro oder was kosten die Dinger da, ne? Ja. Ja, kriegst du dann von mir. Weil das Gelbe bei dir vorne sieht ein bisschen scheiße aus, wa? Ja, passt nicht so ganz. Ja, wenn Handy drin ist, kein Problem, wa? Ja, dann sieht man es ja nicht, oder? Ja. Aber so ist schon. Oder du machst dann noch neongelbe Felgen, oder? Ja, nee.